Katzenklo brauchen wir eh nicht. Wir brauchen noch Wet, also Felsklo brauchen wir noch, ne? Ich glaube, 6 Stück waren's. Entschuldigung. Ja, komm, wir nehmen einfach ein paar mit. Wir haben mit, ja. Komm, wir packen einfach ein paar Sachen rein. Phosphor nehmen wir auch mal ein paar mit. So. Ja, hier haben wir jetzt nicht so viel. Mehr gibt's nicht. Hier. Na komm, jetzt soll's. So, wir hauen das direkt mal in unseren... Oh, wie hieß denn das Ding? Das war kein Reaktor, das war... Na, NZC. Habe ich die echt gekreuzt? Haben wir die doch gekreuzt? Da könnte man eigentlich ja dieses Gehege schon fast wieder platt machen, oder? Wenn wir eh Wet-Lagos und Kristall-Lagos zusammengepackt haben, dann brauchen wir die eigentlich gar nicht mehr. Ah, komm, jetzt soll's. Wie heißt das Ding? Du bist ein... Kein Extrakt... Oh, Entschuldigung. Kein Extraktor, du bist eine Raffinerie. Ich muss mal kurz was trinken. Alles klar. Und hinein. Also alles, was wir jetzt hier reinpacken, das kriegen wir nicht mehr raus. Das ist weg. Beziehungsweise, wir können da natürlich Sachen rauscraften oder bauen. Das schon. Was haben wir hier? Das Kristallblock. Und dann machen wir 10 Stück. Nicht zu verschwenderisch sein, weil der kriegen wir gut Kohle. Wenn wir die verkaufen, dann können wir alles in den Rest verkaufen gleich einfach. So machen wir es. So machen wir es. Und natürlich waren wir auch weiterhin im Urlaub recht tüchtig und arbeitsmäßig unterwegs sozusagen. Wir haben ja noch den Testkanal nebenbei. Was heißt nebenbei? Wir haben ja noch den Testkanal nebenbei, kann man nicht sagen. Weil der Testkanal eigentlich die meiste Arbeit macht. Wenn man so will. Und ich habe nicht aufgepasst. Wie viel habe ich da jetzt reingepackt? Stall hier 13, ja okay. Gehen wir hier auf 22. Und wir haben natürlich den Park gefilmt, so wie wir es immer machen, haben dann währenddessen noch 2 Artikel getestet im Urlaub. Ich guck mal ganz kurz, bevor ich mich wieder verquatsche hier. So, wir haben genug Plot für unseren Neulingsbohrer. So, den fabrizieren wir jetzt. Der dürfte jetzt auch schon fertig sein, ne? Ich glaube, da müssen wir nicht warten. Pass auf, wenn du T drückst, dann kannst du hier gucken. Dann kannst du die Plätze dir anzeigen lassen, wo du die bauen kannst. Und wenn du dann E drückst, dann kannst du die hier sozusagen installieren, sozusagen. Aber wer auf mehr Info klickt, da habe ich gestern nämlich mal nachgelesen. Was ist denn los heute? Extraktoren, das ist ja quasi einfach nur ein Bohrer. Bohrer können insbesondere Ressourcen im Indigo-Steinbruch finden. Wohingegen die Extraktoren in der Glaswüste besondere Ressourcen finden. Oder Bienenhäuser im Moosbett. Also wir sollten in die Indigo-Steinbruchwüste. Zum Indigo-Steinbruch mit dem Bohrer. Hier ist es ja ein Neulingsbohrer, das heißt, das machen wir auch. Wir gehen wieder raus aus der Ansicht. So. Und ich laufe mal schnell zum Indigo-Steinbruch. Ich würde immer Indigo-Wüste sagen. Ich weiß nicht warum. Dafür haben wir ja unser Teleporter hier. Und dann setzen wir schnell da unser Neulingsbohrer. So, ich hoffe, dass man das einfach hier setzen kann. Neulingsbohrer installieren. Die zerfallen wohl. Also ich glaube, die halten jetzt genau eine Runde, diese Neulingsbohrer. Und dann sind die wohl kaputt, aber die... Okay, wir können nichts machen, außer Gerät zu stellen. Das läuft jetzt 11 Minuten, danach kriegen wir irgendwelche besonderen Ressourcen aus diesem... Aus diesem Gebiet hier, kann man sagen, eigentlich. Ich hatte da auch nachgelesen, das können wohl Baupläne sein, das können bestimmte Ressourcen sein, die wir brauchen, um Sachen freizuschalten und. Also, lass uns mal überraschen. Ich habe, wie gesagt, selbst noch keinen... Also ich habe einen gesetzt in der privaten Runde, genauso wie jetzt. Aber ich habe es nicht geschafft, den bis zum Ende laufen zu lassen, von der Zeit her. Deswegen bin ich mal gespannt. So. Wir füttern die direkt hier ein bisschen, damit die wieder schön plotten. Na, jetzt habe ich natürlich nur die Karotten, da war ja klar. Egal. Ocker, Ocker. Da würde sich fast wieder ein Futterautomat lohnen, wenn ich darüber nachdenke. Geld genug hätten wir ja, ne? Pass auf, machen wir auch.
Futterautomat. Zack, ran damit. In den setzt du, ja, der steht schon vom Mittel, das ist gut. Kann man jetzt eigentlich zwei Sachen reinpacken oder? Nee, ne? Immer nur eine, okay. Nee, dann machen wir was anders. Obwohl, die machen wir nicht anders. Wir haben schon die Ockers alle drin. Ja, so, sollen sie die Zwiebel bekommen, komm. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte noch ein bisschen mehr jetzt reinpumpen, war wohl nichts. Ah, wunderbar. Das gibt Geld. Auf jeden Fall, um kurz auf den Urlaub zurückzukommen, wir machen immer von dem Park einen Film, so ein kurzes Review, sag ich mal. Das haben wir bis jetzt über die Landal-Parks ja auch gemacht. Und da ich ein Kaffee-Junkie bin und ich bis jetzt mal so eine kleine Handmühle mit hatte und so ein... Ah, ich weiß, ich komme gar nicht drauf. Das ist... Ah, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist egal. So ein kleines Plastikteil zum Aufbrühen. Sagt euch jetzt natürlich nicht viel. Es ist keine French Press. Nennt sich anders. Ich komme jetzt gerade echt nicht auf den Begriff. Aber so ähnlich wie eine French Press vom Prinzip her. Packst einen Filter rein, da kommt das Pulver rein, Wasser wird aufgekocht, also kurz ab, wird aufgebrüht, kurz stehen gelassen, wird draufgegeben, ziehen gelassen, dann kannst du es rauspressen. Das hat auch einen ganz bestimmten Namen, aber ich komme gerade echt nicht drauf. Auf jeden Fall, das war mir immer zu aufwendig, weil ich locker 3-4 Kaffee so morgens trinke. Dass wir uns diesmal eine Kaffeemaschine vorher noch besorgt hatten, eine, die frisch malt, weil ich bin da irgendwie... Ja, weiß nicht, bin ich speziell? Keine Ahnung. Also ich trinke halt gern Kaffee, der aus frisch gemahlenen Bohnen stammt. So. Und dann haben wir die Kaffeemaschine uns vorher noch besorgt gehabt für den Urlaub extra. Die haben wir getestet. Dann, weil ich leidenschaftlicher Griller bin, hat man uns natürlich schon so einen Holzkohlegrill, so einen kleinen da geholt gehabt, wo ich überhaupt nicht glücklich mit war. Dann haben wir uns letztendlich noch zu einem kleinen mobilen Gasgrill entschieden, den wir noch getestet haben. Alles im Urlaub. Wir haben zwar die Fazits noch nicht abgedreht, weil wir es nicht mehr geschafft haben. Aber das kommt alles noch. Also wir haben ganze Videomaterial wirklich im Urlaub. Wir haben die Dinger getestet Tag für Tag. Wir haben fast jeden Tag auch gegrillt. Und all das wird noch kommen. Auf dem Zweitkanal von uns sozusagen. Fruchtenfleisch. Also da nicht rein, sonst habe ich gleich wieder das Problem, dass die nicht gefressen werden. Für die Quaderbeere. Ach komm, die Quaderbeere kriegen sie. Dabei könnte ich, warte mal, wir könnten, die haben wir auch noch schon lange nicht mehr abgeerntet hier, ne? Oh ja, wunderbar, guck mal. Immer direkt mit hier, Honigbord. Danke. Updated. Da haben wir genug. Da war zu viel. Nein! Ach, weißt du was? Kann ja eigentlich nichts passieren. Das sind ja Honigknall-Lagos. Aber lieber da drin und wird wieder eingesaugt als hier draußen. Nachher kommt wieder irgendeiner vorbei und gibt dir da. Keine Ahnung, was für Probleme. Schatzknacker, da ist er! Erlaubt es dir, Schlösser an einem normalen Schatz. Die Schlösser an normalen Schatzkapseln zu knacken. Das ist das, was wir eben gesucht haben. In der vorherigen Folge müsste es jetzt sein, eigentlich. Ja, cool. Jetzt kommt das erst. So spät im Spiel. Aber gerade was Besonderes gemacht? Nee, eigentlich nicht. Wir haben nur Plot aufgenommen. Ah, vielleicht weil wir den Bohrer gebaut haben. Das könnte es sein. Dass es mit dem Bohrer zusammenhängt, weißt du? Krass, ja, dann können wir das Ding jetzt freischalten. Genug Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall. Ich verkaufe mal schnell Plot hier. Dann haben wir, also, mehr als genug Kohle. Guck mal, da können wir jetzt, man könnte sich jetzt schon ein zweites Labor kaufen, wenn es überhaupt eins geben würde, natürlich. Also Geldmangel haben wir keinen mehr. So viel steht schon mal fest. Was kostet? 4,5, ja. Guck mal, Kaffeekasse, ne? Erlaubt es dir, die Schlösser an normalen Schatzkapseln zu knacken? Ja, gut. Da würde ich doch jetzt glatt sagen. Na komm, ihr kriegt doch die Karotten. Ich hab eben die Karotten aus den ihrem Gehege rausgeholt, ne? Ja, ist total sinnig, weil das sind ja pinke Slimes, die essen doch alles. Oder war das noch bevor das die pinken waren? Ne, es waren schon die pinken, ne? Seht doch mal, ich bin heute etwas abgelenkt. Ich bin noch zu sehr im Urlaubsmodus.
unkonzentriert. Frucht und Gemüse, ja, die fressen ja alles. Die hauen alles sich hinter die Kiemen. So. Wir gucken mal ganz kurz wegen der Schatzkapsel. Ich weiß direkt auf Anhieb zwei Stück, wo die liegen. Ich weiß nur leider nicht, welches war. Wir können jetzt erstmal nur die grünen öffnen, ne? Das ist eine blaue, richtig? Die können wir dann nicht öffnen. Oder hat das nichts mit der Farbe? Doch, das hat was mit der Farbe doch zu tun, oder? Kann man das hier kurz sehen? Ja, das müssen ja grüne gewesen sein. Okay. Dann gehen wir mal. Hier ist der grüne. Ach, guck mal. Screenshot! Tada! Komm mal, direkt noch hin. Zack. Schwammbusch. Teile dieses Busches sind toll dafür, das Bad zu schrubben. Besuche den Fabrikator, um das Gerät zu bauen. Okay. Why not? Why not? Ja, komm, hier ist sonst nichts mehr. Ich dachte gerade, wir hätten Tear-Slimes. Irgendwo hier. Die Musik fing gerade so komisch an, umzuspannen, aber nur gut. Hier weiß ich jetzt nicht, ob einer ist, aber ich weiß, dass hier vorne noch einer ist. Da werden wir auch direkt mal gucken gehen. Jetzt haben wir erstmal ja Starmail erhalten von Casey. Jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall genug Plorten alles. Alle Sorten am Plort auch, die wir so brauchen. Ah, das ist die blaue. Schade. Oh, und ich habe nichts zu futtern. Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Die darf nicht zu nahe kommen, die erschrecken sich schnell. Es sind keine Hühner da, wenn man so braucht. Doch, da ist ein Huhn. Komm her, Huhn. Kann man die nicht füttern? Jetzt habe ich ihn erschreckt. Shit. Ach. Wenn wir einen Huhn im Aufhalte haben, merken. Ich weiß nicht, ob die Goldsteins, womit man die füttern muss. Ich weiß nur, dass man sie füttern kann und diese dann Kohle fallen lassen wohl. Also, vermute ich zumindest. Das sieht auch cool aus, ne? Nein, nicht da runter. Bei den Glücksslimes, also diese Kätzchen mit dem... Das ist auch Glücksslime. Die da meine ich. Die hier, die kann man füttern wohl. Ja, das klappt ja perfekt. Das sind so irgendwelche Slimes, die ganze Zeit mit Münzen futtern. Hau ab. Ist er weg? Ja, es klappt ja hervorragend hier mit dem Füttern und so, ne? Also. Ach. Hau ab. Ah, komm, du kannst auch weg. So viel zum Thema. Wir geben den Futter und die platzen, geben uns Geld oder so. Also, das klappt hervorragend. Nicht. Da sind sie doch. Ghostbusters! Okay, wir lassen das. Wir laufen mal zurück, oder? Mir fällt gerade kein anderer ein auf Anhieb. Wir haben jede Menge unterwegs angetroffen von den Dingern, das weiß ich. Aber ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen mehr auswendig, wo einer liegt. Besonders nicht ein grüner. Wobei vielleicht doch. Einen habe ich, glaube ich, noch. Einen habe ich noch. Dann laufen wir aber zum Fabrikator. Oder zum Labor. Und schauen da mal rein. Da fällt mir gerade ein, ich muss unbedingt noch mal ein paar Folgen zu Satisfactory machen. Ich finde das Spiel so cool. Da muss ich mit Fien unbedingt noch mal aufnehmen. In letzter Zeit absolut nicht zugekommen. Hier lang. Ich glaube, hier unten lag direkt eine, oder? Kann das? Da unten nicht, aber hier irgendwo? Ah, eine blaue. Oh. Und hier lag noch irgendwo eine. Ne, das war scheinbar ein Secret Style. Ja, jetzt, wo man die Dinger knacken kann, weiß man natürlich nicht, wo sie sind. Ne? Das ist jetzt wieder ein bisschen blöd. Auch ein bisschen blöd, dass man da zu spät, vielleicht zu spät im Spiel, das ist wahrscheinlich meine eigene Schuld, weil ich hätte ja
viel früher den Bohrer bauen können. Also, wobei, was heißt viel früher? Die Red Slimes haben wir ja erst seit, weiß nicht, 2, 3 Folgen, kann das sein? Ich bin jetzt nicht sicher. Folge 19, 20 oder sowas muss das gewesen sein. Das müsste jetzt Folge 23 sein. Nein, stimmt nicht. Wir sind momentan bei Folge 24. Ungefähr. Behaupte ich jetzt. Nein, bist du schon genau. So, wir laufen zum Labor. Und um spannend zu machen, werde ich kurz vom Labor die Folge beenden. Nein, Quatsch. Das ist nur Spaß. So viel Zeit muss sein. Wir haben noch genug Zeit. Die Folge läuft noch ein paar Minuten. Das wäre auch ziemlich ziemlich fies. Ach, guck mal, das können wir. Pop, Folge weg. So. Wir wollen natürlich nicht schon wieder so einen Bohrer bauen. Ne? Mehr Baupläne haben wir sozusagen nicht. Wir können hier mal durchgehen. Ach, haben wir doch? Haben wir gekauft? Das hat Abdallah auch geschrieben. Und zwar, dass jede Slime-Art ihren eigenen Teleporter, sprich ihre eigene Farbe hat. Das heißt, klar, pinker Teleporter werden pinke Slimes sein. Ein Set von 2 Teleportern, das dazu verwendet werden kann, deine ganz eigene Verbindung für schnellen Transport einzurichten. Okay. Aber Tiefensohle haben wir nicht und Hexawabe. Ich denke mal, sowas werden wir mit dem Bohrer bekommen. Ah, hier, klar, der Schwammbusch, den haben wir ja gerade gekriegt. Phosphorplot, Tiefensohle haben wir nicht. Slimefossil haben wir auch noch nicht. Teile dieses Busches sind da toll dafür, das Bad zu schrubben. Wir gucken mal, was wir hier noch alles bauen, also kaufen können oder bauen können. Leider steht nicht dabei, was wir dafür brauchen, das zu bauen. Ich habe gerade nur kurz innegehalten, hier steht, wie viele Zyklen der hält. Die Neulingspumpe, also auch der Bohrer, wird 1 Zyklus halten. Der hier zum Beispiel, der fortgeschrittene Bohrer, hält 3 Zyklen. Das heißt, wir können 3-mal ernten, also Ressourcen entnehmen, bis das Ding dann zusammenfällt oder kaputt ist. Pinkes Warp-Depot. Ein Set von 2 Geräten, das erlaubt, Ressourcen zwischen 2 Orten zu transferieren. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Die kann man dann überall setzen. Also da hätte ich schon Spaß dran. Ich glaube nur, dass wir es nicht bauen können. Eine Drohne wäre aber auch interessant. Pass auf, wir haben ja genug Geld. Komm. Oder was haben wir noch? Bevor ich jetzt wieder wassergeschützt. Ja, das muss nicht sein. Medi-Station ist interessant. Muss aber auch nicht sein. Slime Ballwing, das ist zum Spielen mit den Slimes. Auch die Bühne hier. Lampe ist nur Deko. Auch das hier ist Spielzeug. Die Sachen können wir noch. Ne, die haben wir schon freigeschaltet. So. Neulings-Gordo-Fall ist natürlich auch interessant. Hm? Gordo brauchen wir für einen Schlüssel. Pass auf, das kaufen wir auf jeden Fall. Oh, das kaufen wir auf jeden Fall. Die Drohne, ein Helferbot, der darauf programmiert werden kann, über deine Range zu surren und eine Reihe unterschiedlicher Aufgaben zu erfüllen oder auszuführen. Machen wir auch. Ah, haben wir doch, wir haben es doch. So, was wollte ich noch haben? Teleporter. Ist natürlich auch nicht uninteressant. Was kostet der? 12,50? Warp Depot 7. Ah ja, komm. Also das erlaubt, Ressourcen hin und her zu schicken, finde ich gut. Wir hauen das raus. Vielleicht sollte ich ein bisschen aufpassen jetzt. Weil wir werden wahrscheinlich auch so wie eine Pumpe noch brauchen, ne? Sollen wir die erst noch kaufen, bevor ich jetzt hier einen Teleporter kaufe? Das ist ja quasi, um uns hin und her zu teleportieren. Oder Slime-Arten. Da steht ja immer dasselbe bei. Und Abdallah sagt ja geschrieben, dass jede Slime-Art seine eigene Teleportfarbe hat. Da müssen wir mal gucken. Erlaubt es die Ressourcen von Bienen zu sammeln. Finde ich natürlich auch nicht verkehrt. Pass auf, wir bauen hier die Kaufe. Also wir kaufen. Mann, dass immer direkt rausgeht. Neulings Bienenhaus auch. Ich denke mal, es ist für den Anfang nicht verkehrt, dass wir die Sachen auch abbauen, also sprich bauen und davon die Ressourcen bekommen können, um weitere Dinge überhaupt bauen zu können. Weil ich befürchte, dass wir aus den Neulingssachen überhaupt nichts bauen können am Anfang. Aber hier, das können wir auf jeden Fall hin. Dann haben wir die Drohne. Ja, da haben wir wieder Honig, haben wir nicht Glibberstein, haben wir nicht, seht ihr? Das war meine Befürchtung. Ja, Pink Teleporter kann man nicht bauen. Den können wir nicht bauen. Aber die Extraktoren können wir bauen. Also. Wir brauchen auf jeden Fall pinken Plot, Phosphorplot haben wir drin. Meatsplot brauchen wir noch ein bisschen, Knallplot, ein Honigplot, kann ich mein Leben nicht merken, weiß ich jetzt schon. Aber wir wollen einfach von allem was. Und den Jungs hier vorne natürlich nicht, weil da brauchen wir ja nur 3 Schritte machen.